Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Walking Dead. Ja. Wir haben bei der letzten Folge haben wir da unsere Clementine hier dabei bei der netten Dame abgegeben und jetzt soll ich einfach mal mit jedem hier quasseln. Hey there, girls. Um jede Menge Neuigkeiten zu erfahren, was auch immer das sein soll. Ja, ihr zwei seht ziemlich relaxed aus. Entspannt und so. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, ach, hat sie. Interessant. It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Ja, es ist so peaceful. Oh, Mann. Ja, was macht ihr denn so? Also dumm rumsitzen und gucken? Corpses aren't walking around. Können Zahn reparieren übrigens. I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here. Ah ja, das erklärt auch, warum der mich über der Hose verortet hat. Also what is it that you do, Lee? Also doch, I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Ja, go back to the jobs. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ja, sorry und so. Yeah, my mistake. We'll all be home soon. Ja, wie war's denn so in der Stadt? How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help and das ist immer eine tolle Sache. Oh ja, wir fahren einfach mal und fahren alle über den Haufen und helfen nur eh keinen, egal. Blub. It's okay. It's fine. So habe ich ihn auch eingeschätzt, so einen richtigen. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things Doc went through. Ja, Hauptsache euer komischer Sohn ist gerettet. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Ja, warum nicht? Anybody in their right mind would. Families and barbecues and beers with good friends. And a naked woman dancing on the table. Because I'm a man and I look every day about this, you know. Back in a bit. Okay, Lee. Das ist dann so der versteckte Inhalt gewesen. You having a nice time with Katja Clementine? Ja. Ja, wenigstens eine hat Spaß. Während ich hier wieder der Knalli bin und immer irgendeinen Kack machen darf. Ach Gott. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Ja, schön für dich. Hey there, Kenny. Ich will dir eigentlich gar nicht helfen, der nervt mich nämlich irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, brauchst du denn Hilfe? Need any help? No, I think I got it. Gott sei Dank, ich hätte eh nicht geholfen. Do you need any help? Was ich? Nein, ich bin der Hauptcharakter. Ich brauche keine Hilfe. I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Ja und? Tch. Und weil ich keine Kinder habe, weiß es noch lange nicht, dass ich mit ihm umgehen kann. I think I've got it handled okay. Du Vogel. As long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe. Sure, that's enough. Ja. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. Zumindest habe ich meine Begleitung nicht irgendwie nach einer Ente benannt oder nach einem Affen oder so. Also, denk mal drüber nach. Was macht dein bescheuerter Sohn? How's your son doing? Good, I think. Katja's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds. Wer will den denn kidnappen, ey? Den bringt man doch freiwillig zurück. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Tough family. Ain't nothing gonna faze us. Ja, du bist so mutig. Das ist schon fast nicht mehr zu ertragen. Was habt ihr denn so geplant? So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. Oh, ein Boot? Cool. Wo ist das? Kann ich einen Schlüssel haben? I'm a commercial fisherman. Catching mackerel, dolphin, ja. Whatever's was? Biting and paying. Wie Katja jetzt? Moment mal, der it, Dolphin. The boat's not that bad. Der angelt Delfine. Will der mich verarschen? Ey, ich glaube, ich spinne. Die meinen damit aber nicht irgendwie so ein Umgangswort für irgendwas anderes, oder? Die meinen schon Delfin. Also ganz ehrlich, wenn der wirklich Delfin meint, dann... Zombies hier sind Freiwilliger, ihr könnt ihn gerne fressen. Delfinangler haben es nicht anders verdient. Kacknoob, ey. Oh, ich angel Delfine, bla bla bla. Ich bin so immer. Ey, echt. Arschgeige. So, was gibt's denn hier hinten?
Das AK sitzt auf dem Traktor. Super. Du weißt schon, was du dir da angelacht hast, oder? Schon. Hallo. OMG. Freak. Der erinnert mich irgendwie an dieses AK-Kind von Skyrim, was da irgendwie von den Schuhlecken her gelabert hat. Ja. Du bist der Kack-Noob. Kein Foreman. Noob. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill, though. I'm good. Meine Theorie ist, dass es in jedem Spiel ein Kack-Kind geben muss. So ein Nerv-Gör. Wahrscheinlich haben die da immer nur eins. Und es wird dann immer von Spiel zu Spiel transferiert oder so. Also echt nervig. Do you think this thing will keep them out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Ganz ehrlich, dass sie das ist, wenn du das irgendwie... Ja, keine Ahnung, made in Taiwan oder so. Ich will mal mit dir reden und so. Sean. Hallo, Sean? Sean! Sean's still working on that fence. Das wollte ich ja nicht. So jetzt. Hey, Lee. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Sag nein. Sag nein. Sag nein. That'd be great. If you could cut those two guys to length, that sure speed things up. Hey, das kostet dich auch was, oder sehe ich aus wie ein billiger Arbeiter? Ach, Scheibenkleister anscheinend schon. Ich säg ein Brett. Oh. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. What the hell? A boy. Just shot him right in the face. Ah, ja, war das ein Zombie-Kind oder was? Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Wem sagst du das? Ich habe Polizisten sein Hirn weggebollert. Kill. Have you had to off one yet? Oh. Ja, ich habe schon zwei Leute umgenockt, um genau zu sein. Also Untote. I had to shoot one. I could shoot one, maybe, if it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Da bin ich mir nicht so sicher. My brother and parents are in Macon, I hope. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. Ja, schrecklich. That's probably all I need cut for now. Thanks. Okay, die drei Bretter haben jetzt gereicht und damit wirst du jetzt einen Zaun reparieren, ja? And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Ich habe einen guten Tipp für dich. Nimm das AK-Kind vom Traktor runter. You see my dad around. He might want some help in the barn. Ah, der ist in Kackihausen. Ich habe ihn schon gesehen. Ja, dann gehen wir den mal besuchen. Und du, geh von dem Ding da runter, du Gimp. Muss doch noch ein Unfall passieren hier. Ja. Okay, ich bin aber innerhalb von einer Sekunde von einer Seite der Farm auf der anderen. Ich bin echt schnell. Ich bin Superman. Wuhu! Hi, Herschel. Jetzt guck nicht so. Ich hab dich nicht gegrüßt, okay? How'd you get out of Atlanta? Hab ich dir doch erzählt, ich bin gefahren. I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? These are in Macon. My parents are in Macon, with my brother. Well, I hope they're all right. Ja, das hoffe ich auch. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Das kann man so sehen, ja. Mehr oder weniger. Ich bin über ihren Zaun gesprungen. Sieh mir. I was being attacked and she came to my rescue. Oh, diese schnell Zeitablauf-Ding macht can mich gaga. Can I give you a piece of advice? Ja, du kannst mir einen Tipp geben, gerne. Sure. I don't know who you are or what you did.
Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Okay. What the fuck? Go! I'll get my gun! Wieder. Nee. Das hört sich gar nicht gut an. Geh mal weg da, du Olle. Oh, und ich sag noch, nimm das AK-Gehör von dem Traktor runter. Aber nein, mich muss man ja nicht hören. Ja, das hat uns ein bisschen zu fressen. Scheiben. My leg is stuck on me! So is the car. Brett! 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 Ich will das Brett. Das Brett. I got you! Kenny! Help me! Nein, ich will das Brett haben. Scheiße, verdammte Kacke nochmal. Kenny! Ich will das Brett. Zombie, Zombie, klopp! Oh nee, oder? Oh, fuck off. Oh, scheiße. Oh. Oh nee. Oh. Wo ist der Cappy-Spaten hin, ey? I'm okay, Pop. Okay, würde ich das nicht. Ja, mit einem Pflaster ist es nicht getan, Hörschel. It almost... It almost got me, man. Lee tried to save me. I know, son. I... So eine Scheiße. Vor allen Dingen, ey, was machst du dann? Ja, rettest ihn, rettest das Kind. Gut, das AK-Gehör, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Scheiß hier. Was hockt man das auch auf dem Traktor drauf? Na toll. Das ist der Tod und... Nee, ich hasse sowas. Wenn man nicht die Chance hat, irgendwie da zu retten oder get so. Out. Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. Ja, sorry ist wirklich ein Arsch. You tried to help him, but this piece of shit let him die. I wasn't strong enough. Todd. I'm sorry. If your girl is ever trapped, you better hope you get stronger. Or your friends aren't cowards. Ja, dann hoffe ich hier, dass meine Freunde keine Idioten sind in dem Moment, ey. Just go. Meine Herren. Get out and never come back. Blöder Cappy-Kacker, hätt's mir ruhig helfen können. Oh, Scheiß. Aber nein, ich nehme mein blödes Kind und renn weg. Ich bin nämlich eine feige Pussy. Zup, zup, zup. Got that ride to Macon if you ja, want. Ganz toll. Jetzt darf ich mit dir Arsch an einem Auto fahren, oder was? Das ist, ja, das war schon immer der Traum meiner schlaflosen Nächte. Mit Kackmoves in einem Auto zu fahren, ey. Nee. Es regt mich schon in meinen Filmen auf, wenn Leute so kackdumm sind, ey, da. Nee. Könnte ich mich jetzt gerade nicht... Und jetzt sind wir auch noch mitten in der Stadt unter Benzingras, oder was? Ey, das ist doch... Well, this is as far as we're ja, going. Ja, super, wir sind in der Stadt. Das ist immer eine tolle Option, so in einer Zombie-Apokalypse oder in was auch immer, warum wir da hier lauter Untote um uns herum haben. Ganz toll. Wir sind in der Stadt und ja, das sind ja die wenigsten Leute in Städten, also ja. Ach, toll, da liegt schon ein Bein rum. Haltet bloß die Klappe, da hinten ist, glaube ich, nicht unbedingt... Oh. Hey there! Ja. You friendly? Natürlich sind die freundlich. Die sind so freundlich, die helfen dem netten Mann da gerade sich selbst zu regenerieren. Schink. Ja, das hast du jetzt davon. Ah, cool. Kann ich die Waffe haben? Okay, rennen ist eine gute Option. Lasst mal das Kind da draußen, das nervt eh nur. Könnt ihr gleich füttern. Zombie-Köder. Ach, Menno.
We can't take risks like this. And we can't just let people die, either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. Yeah, it's been so dangerous. Meow. Worse, they could have led him right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. We have kids with us. I see one little girl. Ja, was ist mit dem Jungen? Jetzt schon wieder. What is it? I have to pee. Jetzt nicht draußen pinkeln können. Ich glaube, ich bin. Warte mal eine Minute. You're a dumb, careless kid. In a minute, Clem. What the hell? They've got kids, Lily. Pee, pee, I have to pee. Don't care. Maybe you should go join them. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly just ran out there. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. Son of a bitch. Ja, selber son of a bitch. Der ist nicht gebissen worden, du Gimp. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. Nur weil du eine rote Schrift hast, hast du noch lange nicht recht. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out or smash his head in. Penny, stop him! Hey, what do we do about this guy? Dad, it's just a boy. It's Lily, I'll handle it. It's hard, Dad. You need to calm down. We kick his ass. That's what I'm thinking. Everyone chill the fuck out! Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here. And none of this will fucking matter. He's not bitten. Der ist zwar bescheuert und ist ein AK-Kind, aber er ist nicht gebissen worden, okay? Also, leg dich mal nicht auf. Und außerdem, was würdest du tun, wenn es deine Tochter wäre, hä? What if this was your daughter? Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. United States State Air Force wird meistens als erstes befallen. Denk mal drüber nach, du rotschriftiger Spacko. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Toll, jetzt pinkelt die mir dann auch noch irgendwo auf dem Boden hin, weil ich mich hier mit den Deppen noch streiten muss. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, das ist nur ein Junge, Mann. Legt mal jetzt auf. Ja. Little boy. I think we can handle it. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. Nein. No, you don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect. Nimm deine Drecksfinger von irgendwo weg und hier wird niemandes Kopf irgendwo hingesplattert, also verpiss dich in der Ecke und nimm deine... Was ist jetzt? Oh, Scheiße. Na super. Clementine, oh Clementine. Boah, du musst doch ein Scheißhaus rein. Geh mal aus dem Weg, da du Olle. Liegt der schon wieder am Boden? Nee. Ja, super. Hilfe, rett das Kind. So schnell. Nimm deine eklige Kackbratze von dem Kind weg. Nein, 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 lass mich in Ruhe, du ekliger. Okay. Danke, Mann. So. Puh. Frau. Ja. Netter Schuss und so. You okay? Ja, mir geht's gut. Ich hab nur ein bisschen Zombie-Splatter dran, aber sonst ist alles okay. Also, okay, vielleicht doch nicht. Ich glaube, jetzt hat sie sich angepisst. Ach, wieder ein schießwütiger Fremder, cool. Nein, das ist kein Militär, das ist nur irgendein Schütter, der da rumballert. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and Richie Triggerfinger. That was stupid. That was... Na, und wer ist jetzt hier am Abtrapsen oder gebissen werden? Hm? Muss ich dich jetzt umbringen? Oh, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Oh, was fehlt ihm denn?
What's wrong with him? It's his heart. My pills. Nitroglycerin pills? Ja, die Antibabypille wird er nicht brauchen. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please. Ach, jetzt soll ich deinem bekloppten Fahrer wieder helfen oder was? Erst wieder uns umbringen und dann, ey. Ah, ich darf mich nicht unbedingt verraten. Ja. We'll get in there somehow. Thank you so much. We need nitroglycerin pills. Please get in there. Ja, ja. Bla bla bla. Ich soll da jetzt rein. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? Der Typ könnte glatt Glenn sein, so we can all get sehr verdächtig nach Glenn aus. Fast. Und ich glaube, in dem Film oder Serie gab es ja auch nicht so viele Koreaner. Also, styling-technisch bin ich mir zu 90% sicher, dass es ist. Du bist irre, du bist toll. Ja, du bist toll. Damn, that'd be great. Well, it's gotta get done. Plus, I'm quick, ja, and I know make it. Local? Born and raised. If you're gonna do that, ah ja, cool. Du kriegst das Walkie-Talkie. Ich schlei da rein. Die Zombies kommen zu dir, fressen dich. Cool. Und ich lauf weg. Clementine's got the other cool. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. Ja, ja, der kriegt schon seine Antibabypille. Alles klar. You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like ja, to keep Dank it that way. Gut geschossen, sonst hätte jetzt mein Schädel da irgendwie Splatter those pills gemacht. Ja, wir wollen jetzt aber hier mal unseren Part beenden für heute und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao, ciao!